Toro Chapeau erwischt den besten Antritt und geht an die Spitze des Feldes, übernimmt das Kommando. Chapeau ist vorne, dahinter Cornelia Unia. Ganz außen kommt Peter Pan Diamant und der rückt hier in äußerer Spur voran. 8-3 die erste Zwischenzeit. Chapeau ist vorne, aber Peter Pan Diamant fährt hier eine frühe Attacke, die wehrt Chapeau ab und Cornelia Unia kann hier zunächst nicht folgen und damit kann Peter Pan Diamant an die Innenkante einscheren. Feld erreicht die Tribünen gerade mit Chapeau, Peter Pan Diamant, Cornelia Unia, die ersten drei. Vierte ist Enigma an der Innenkante. So geht das Feld an den Zuschauern vorbei und von Ziel ab auf die letzten beiden Runden. Chapeau, der Favorit, führt in den nächsten Bogen hinein. Chapeau, Peter Pan, Diamant, Cornelia Unia, außen Rücken und Quarter Session auf. An der Innenkante dabei ist Enigma. Am Ende des Feldes Georgina Corner und wieder dran ist Tristan Toro. Die zweite Spur ist auf dem Vormarsch. Chapeau ist vorne. Peter Pan Diamant nun begleitet von außen Quarter Session. 16-2, die zweite Durchgangszeit. Nach einer gelaufenen Runde, Chapeau, außen Quarter Session, innen Peter Pan Diamant, dahinter Celestial Boko dicht auf, nun in vierter Position an der Innenkante Cornelia Unia, vor außen Georgina Corner, mit innen dann Enigma vor Kankan Rhythm und am Ende des Feldes Tristan Toro. So ist das Feld erneut in den Lurupa-Bogen eingebogen. 16-9, die dritte Zwischenzeit im Scheitel des Bogens. Weiter Chapeau kontrolliert das Geschehen, das Tempo. Quarter Session außen in zweiter Spur und zweiter Position. Innen Peter Pan Diamant, das sind die ersten drei. Dicht auf dann Celestial Boko an der Außenseite, an der Innenkante Cornelia Unia. Und so kommt das Feld erneut hier an der Tribüne vorbei und wird von Ziel ab dann die Schlussrunde in Angriff nehmen. Chapeau ist vorne, eine Länge gegen außen, Quarter Session. So geht's am Ziel vorbei. Peter Pan Diamant, Celestial Boko, Cornelia Unia, Georgina Corner, Enigma, Kankan Rhythm und Tristan Toro. So ging es am 1000 Meter Pfosten vorbei und es ist nochmals etwas ruhiger geworden. 17-6 die Zwischenzeit. Feld steuert die letzte Gegenseite an und bald wird es natürlich noch etwas schneller werden müssen. Chapeau an der Spitze zieht jetzt die Fahrt schon einmal ein wenig an. Mitte gegenüber. Chapeau außen Quarter Session und jetzt setzt Georgina Corner an. Jetzt kommt die Stuten-Derby-Siegerin und sie kommt mächtig voran. Es geht in den letzten Bogen. 500 Meter noch bis zum Ziel. Da geht Georgina Corner in die zweite Position. Im letzten Bogen Chapeau. Georgina Corner und Peter Pan Diamant Quarter Session geschlagen. Es geht durch den letzten Bogen und da parkt er noch einmal ein mit Georgina Corner hinter Chapeau. 16-8 die Durchgangszeit. Feld steuert den Einlauf an. Es geht um die letzte Ecke auf die Windrace. Die Ziel gerade Chapeau ist vorne. Georgina Corner tritt an, versucht es, aber Chapeau, Fehler von Georgina Corner. Peter Pan Diamant kommt und außen versucht es auch Cornelia Unia. 6 rot, die 6. Chapeau, Chapeau gewinnt dieses Rennen gegen Cornelia Unia und dann Peter Pan Diamant und dann noch Tristan Toro.